ihr denn da? Ihr wisst ganz genau, ihr sollt da nicht alleine spielen. Kathi! Hey, mach mal die Tür auf! Nein! Kathi, Peter! Nein! Kathi, Peter, mach mal bitte die Tür auf! Nein! Peter, das ist kein Spielzeug, was du da in der Hand hast! Leg das weg! Komm mal raus, Kathi, bitte! Mama will einkaufen! Ihr wartet hier ganz kurz, ja? Kein Unsinn machen! Patrick! 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 Oh, Scheiße, was ist denn passiert? Franziska, alles gut mit den Kindern? Ja, mit den Kindern ist alles gut. Oh Mann, Patrick, was ist denn passiert? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Warte, ich rufe Herr TV, warte. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Was habt ihr für uns? Ja, also wir haben ihn hier so bedingt ansprechbar vorgefunden, hat eine Kopfplatzwunde mit Prellmarke. Er ist bedingt ansprechbar, ihr könnt ja euer Glück mal probieren, aber was aus ihm rauskommt. Hallo, junger Herr, können Sie uns hören? Wo sind denn die Kinder geblieben? Kinder? Wieso Kinder? Was für Kinder? Habt ihr irgendwas gesehen mit Kindern? Da sind noch Kinder in dem Gartenhaus, die sind irgendwie mit dem Werkzeug am Spielen. Okay. Wo fahrt ihr hin? Welches Krankenhaus? Bist du schon? Städtisches. Alles okay, klar. Gut, dann kümmern wir uns mal. Ich komm mal gerade. Ja. Da ist eine Frau. Hallo, die Polizei. Was haben wir denn hier überhaupt? Also, meine Kinder haben sich eingeschlossen, die kriegst du nicht raus und das sind wirklich gefährlich. Hi. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Nicht. Die dürfen gar nicht da rein. Ich weiß es nicht. Komm dir raus, komm dir raus mal. Schau mal, Olli. Da ist auch Werkzeug und so, ne? Also das. Wollt ihr rauskommen? Hier, der hat so ein Schussgerät in der Hand. Sehe ich gerade. Die 4 und 5 Jahre alten Geschwister könnten sich mit der Nagelpistole verletzen. Die Polizeikommissare Jan Yildiz und Olaf Kretschmar brechen die Tür deshalb auf. Ich glaube, ich bringe die beiden ganz kurz rüber. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die haben sich dort angeschlossen. Mein Mann wurde da bewusstlos aufgefunden. Ich verstehe. Genau, da drüben geht's. Unter der Treppe. Ja. Da ist folgender Vorschlag. Die Kinder einmal kurz weg, damit wir diese ganzen Sachen nicht vor die den Kindern... Ich kurz zu den Nachbarn. Ja. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ja, ja? Sie, unten unter der Treppe, sagen Sie. Genau. Gut. Also, ich guck mal. Ja, aber also, wir werden hier angerufen wegen niedergestreckter Person. Ja. Finden jetzt die Kinder an. Sie ist total aufgelöst. Also ich kann mir da überhaupt keinen Reim draus machen. Jan? Hier, Blut. Ja, wir wissen es selber noch nicht. Wir haben hier 2 kleine Kinder im Schuppen eingeschlossen vorgefunden. Der Ehemann der guten Frau wurde niedergestreckt wohl irgendwie, hat eine Kopfplatzwunde. Jetzt haben wir Blut gefunden, wir können uns aber keinen Reim drauf machen. Müssen wir erstmal ein bisschen weiter gucken. Da die Tür aufgebrochen ist, könnte sich der Täter noch im Haus aufhalten. Die Polizisten müssen deshalb vorsichtig sein. Vielleicht wurden die Einbrecher vom Vater überrascht und haben ihn daraufhin niedergeschlagen. Wir haben jetzt hier definitiv Einbruchspuren. Deswegen, wenn Sie einmal im Hintergrund bleiben, waren Sie schon im Haus? Ich meine, gut, lass uns mal gucken, ob noch jemand vor Ort ist. Aber ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich meine, wir haben das Haus nur vererbt bekommen. Mein Vater ist vom halben Jahr gestorben. Das können Sie gleich. Dürfen wir einmal kurz rein? Ich möchte sicher sein, dass hier niemand ist. Safe. Ja. Links eine Küche. Oh, gut. Alles gut. Hier ist gut. Auch. Haben Sie schon irgendwas gesehen, was sich irgendwie anders ist als sonst? Hami, ist alles ganz normal. Alles. Gut. Und dann, wie gesagt, uns folgen. Einmal noch kurz bitte ein bisschen im Hintergrund. Frei? Safe. Gut. Gut. Und es geht noch mal nach oben, sehe ich gerade, richtig? Ja, genau, 3 Etagen. Gut. Oh, was ist denn da oben? Ein Büro? Alter, alles vorbei. Hier waren sie drinnen. Oh, hier sieht es auch ganz bitte? Schön. Ja. Hier waren sie drinnen, hier ist alles... Eieiei, hier sieht's. Hat hier vielleicht ein Kampf drin stattgefunden oder irgendwas? War irgendjemand zu Hause? Papa. Von ihrem Papa? Nice. Genau, erstmal mein Beiler, Sie sagten ja gerade, Ihr Vater ist vor kurzem verstorben. Ist das richtig? Ja, wir haben das Haus vererbt bekommen. Das Grundstück, die Firma habe ich. Wir haben jetzt eine Tischlerwerkstatt, die habe ich vererbt bekommen. Von Ihrem Papa? Ja, genau. Mein Aktenkoffer fehlt. Ihr Aktenkoffer? Steht das immer hier. Ja, den hat mein Vater auch immer genutzt. So lange, wie ich denken kann, hat er den immer bei sich getragen. Also das können Sie definitiv sagen, dass das fehlt? Ja, definitiv. Aber warum sollte ich immer den Aktenkoffer mitnehmen? Ich meine, da war nur Papierkram drin. Papierkram? Ja, ist nur Papierkram. Ich meine, die Leute in der Firma haben manchmal gesagt, mein Vater hat keiner Bank getraut, dass er sein ganzes Geld mitträgt. Ja, aber einzige, das ist was ja nah, dass irgendjemand aus der Firma vielleicht eventuell... Natürlich muss ich jemanden kündigen, und zwar den... Der hat jahrelang für meinen Papa auch gearbeitet, den Roger Mensch. Wie Mensch? Also wer heißt Mensch? Der heißt Mensch, genau, mit Nachnamen. Ja.
Weil der hat sich völlig quergestellt. Also er konnte mich als Chefin überhaupt nicht akzeptieren, hat alles andere gemacht, als mir zu gehorchen, hat für die Firma geschädigt und somit habe ich ihn gekündigt. Ist denn sonst noch irgendwie was Wichtiges in diesem Koffer drin gewesen, dass man... Dass das man Einzige so ist eine Designerin... Und das ist doch lediglich der Koffer, der fehlt, das sagen Sie? Das ist nur der Koffer, ja, weil was anderes... Okay. Ich habe einen USB-Stick drin in dem Koffer. Ja. Irgendwas Wichtiges drauf auf dem USB-Stick? Genau, da wurde ein neues Design erstellt von einer Designerin, Möbeldesign. Und was aber definitiv der Firma gehört. Ja. Also damit kann keiner was anfangen. Aber also waren keine Wertsachen drin, außer dieser USB-Stick praktisch? Aber sie auch, hat ja auch einen. Das ist ihr verstorbener Vater. Ja, das ist mein Papa. Okay, und das ist die Kollegin, die Sie gerade sagten, ihre Designerin, die jetzt aber Anrecht auf ihre Entwürfe haben hat möchte? Hat sie nicht, weil sie hat selber gekündigt. Jetzt vor kurzem. Ja. Sie hat es einfach nicht mehr, sie wollte nicht mehr für mich arbeiten, sie hat sich nicht und mit mir verstanden. Wollte sie die Entwürfe zurückhaben oder irgendwas? Nee, das gehört definitiv der Firma und sie hat sich auch nicht geäußert. Verabredet mit ihr ganz, heute. Ganz kurz, das sieht so aus, als wenn die vielleicht eventuell die Entwürfe zurückhaben will oder so? Ich hab's mir auch gedacht, aber wenn Sie sagen, Sie waren gerade mit ihr verabredet, deswegen? Ja, aber meine Kinder waren dort eingesperrt und so. Sie wollte sich mit mir treffen im Café, warum auch immer. Sie wollte wollte sie sich mit ihnen treffen? Café Jupiter war das. Café Jupiter. Das Treffen mit der ehemaligen Angestellten war bereits vor einer Stunde. Die Designerin ist anscheinend ungeduldig geworden und steht nun vor dem Haus, laut hupend. Die Beamten konfrontieren die Frau. Oben ist eingebrochen worden und es wurde gezielt ein Koffer gestohlen. Und für uns sind Sie jetzt erstmal mit tatverdächtig. Bitte? Ja, hört sich jetzt vielleicht... Ja. Also was ist denn hier? Ich verstehe das gerade alles nicht. Lass uns mal von der Straße runterkommen. Ja. Jetzt kurz einmal. Also Sie haben, für uns sieht es so aus, als wenn Sie Motiv hätten, einzubrechen. Ich einbrechen? Ja, und zwar wurde wohl ein Koffer mit Entwürfen gestohlen, die Sie wohl entworfen haben. Und Sie sind ja entlassen worden bei der Firma, oder? Nee, ich habe gekündigt. Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, weil wir waren verabredet. Gut, es ging um die Entwürfe. Ich wollte diese Entwürfe zurückhaben, weil die habe ich alle entworfen. Und weißt du auch, dass Sie die Entwürfe der Firma gehören, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir die ganze Geschichte an die Wache verlagern. Ja. Dass wir die Spurensicherung hier einmal eben herholen. Die Inhaberin der Designtischlerei will sich erst um ihre Kinder kümmern und ihren Mann besuchen, bevor sie auf die Wache nachkommt. Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger und Kriminalkommissar Kai-Uwe Kadagis gehen die früheren Mitarbeiter durch. Einer ist wegen Körperverletzung vorbestraft. Ja, auf unsere Frage, wen sie sich vorstellen kann, sagte sie einmal diesen Herrn. Der wurde nämlich einmal gekündigt und das ist wohl auch nicht im Guten auseinandergegangen. Also es war wohl ein sehr, sehr großer Streit. Ja. Mhm. Erster Tatverdächtiger und zweiter Tatverdächtige ist eine Dame. Sie hat selbst gekündigt und ist auch die Designerin dieser Möbelstücke. Und sie möchte nämlich das Design wieder haben. Und daraufhin wollten die sich nämlich treffen. Na gut, aber das heißt ja nicht, dass sie mit der Sache nichts zu tun hat. Die war ja immerhin am Tatort. Definitiv. Und sie wollte auch nicht sofort mitkommen. Wir werden uns mal mit ihr unterhalten. Mhm. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Okay. Ich bin unten. Aber da ist definitiv nur dieser Koffer gestohlen. Nur der Koffer, das ist ja schon ungewöhnlich. Also die komplette Bude, da waren teure Sachen drin, also komplett nichts angefasst, nur oben das Büro. Beim Wohnungseinbruch kommen die Geschädigten hinterher immer mit so einer Aufstellung, was alles entwendet worden ist. Da steht meistens eine ganze Menge drauf. Manchmal kommen sie mit einem Zettel nicht aus. Und wenn hier nur ein Teil gestohlen worden ist, das ist für mich schon der Hinweis darauf, dass derjenige gezielt diesen Koffer haben wollte. Naja, und vor allen Dingen, weil ja nur das Büro angegriffen wurde am Ende. Ja. Da wurde ja nichts anderes durchsucht, nur das Büro. Schon verdächtig. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Beamten vermuten, dass die Designerin gar nicht vorhatte, sich mit ihrer Ex-Chefin zu treffen. Vielleicht wollte sie die Firmeninhaberin nur aus dem Haus locken, um den USB-Stick stehlen zu können. Frau Putz, Sie sind die ehemalige Mitarbeiterin der Firma, ne? Ja, richtig. Ich bin die ehemalige Mitarbeiterin der Firma. Okay, sind Sie freiwillig aus der Firma ausgetreten? Ja, ich habe selber gekündigt. Das ist richtig. Mhm. In der Firma gab es auch noch einen anderen Mitarbeiter, einen Herrn Mensch. Können Sie sich an den noch erinnern? Ja, natürlich. Es war mein Kollege, selbstverständlich. Ja, der ist auch nicht mehr in der Firma? Nein, dem wurde gekündigt. Wissen Sie, ob es da böses Blut gab? Oder ist der ganz normal rausgegangen und dann war es das? Nein, also ihm ist gekündigt worden. Natürlich ist das nicht schön, aber eigentlich ganz normal. Was soll er machen, ne? Haben Sie Kontakt noch zu dem Mitarbeiter? Ja, also klar, wir waren ja Kollegen. Ja. Okay. Die Kommissare bemerken die plötzliche Nervosität der Designerin. Sie vermuten, dass die Frau ihnen etwas über ihren Ex-Kollegen verheimlicht. Kai-Uwe Kadagis macht Druck.
Das sieht jetzt für Sie auch ja nicht so gut aus. Lassen Sie mich kurz ausreden. Sie haben Interesse an dem Inhalt dieses Koffers. Ja, Sie waren am Tatort. Ich fasse ja nur die Fakten zusammen. Sie waren am Tatort. Sie hatten offensichtlich auch nicht unbedingt ein gutes Verhältnis zu der Frau Holt. Ja, aber ich war doch in dem Café, ich habe sie gewartet. Was soll das? Macht doch gar keinen Sinn. Da würde ich ja kein Gespräch mit ihr suchen, wenn ich das klauen wollen würde. Also das, Entschuldigung, also ehrlich. Ich war nicht dabei, ich fasse nur die Fakten zusammen. Haben Sie denn irgendwie Zeugen, dass Sie wirklich im Café waren? Ja, ist da irgendjemand, der bezeugen kann? Auf jeden Fall, das ist ja die Bedienung. Ich habe da zwei Cappuccino getrunken, das wird ich ja wohl bezeugen können. Okay. Können Sie gerne anrufen, Café Jupiter, ich habe da ewig gewartet. Und dann, ja, dann habe ich einfach mal losgefahren. Jetzt war die Chefin nicht zu Hause. Und in dem Moment passierte der Einbruch. Und sie war mit Ihnen verabredet, ne? Ja, sie war mit mir verabredet. Mhm. Aber sie ist ja nicht gekommen. Also wissen Sie, es ist so, dass ich bin jetzt schon zwei Stunden, könnte ich hier mal Ihre Toilette benutzen? Ja, also, natürlich. Wir haben eine Besuchertoilette für Sie. Die Ermittler wollen das Alibi der Designerin überprüfen lassen. Sie misstrauen der Frau. Kai-Uwe Kadagis folgt ihr deshalb unbemerkt und ertappt sie. Wo bist du denn? Was hast du nicht gemacht? Jetzt, wo bist du? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Frau Poth! Das ist ja interessant. Legen Sie mal auf. Kommen Sie mal mit. Das ist ja interessant. Die Toilette ist übrigens hier oben, falls Sie es vergessen haben. Tut mir leid, ich muss kurz rangehen. Das ist ja interessant. Hans, kommst du mal bitte? Ja, was ist los hier? Du, pass mal auf. Ganz interessant. Sie wollte doch auf die Toilette. Sie stand aber hier unten, obwohl die Toilette da hinten ist. Ich hatte Ihnen doch gesagt, am Ende des Flurs rechts. Ja, genau. Ich hatte einen Anruf gekriegt. Ich musste jetzt mal eben einen Anruf. Richtig. Und Sie hat mit jemandem telefoniert, der offensichtlich mit dem Fall etwas zu tun hat. Bitte? Weil sie sagt, ich habe dir doch gesagt, was hast du da gemacht? Also irgendwas stimmt hier nicht, Frau Poth. Ich bin schon einige Jahre bei der Kripo. Und was Sie hier gerade gemacht haben, das interessiert mich doch sehr, sehr. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben Sie uns aber was zu erzählen, ne? Es ist so, also ich will auch keinen Stress haben, ich möchte hier auch niemanden irgendwo decken. Es ist so, der Roger Mensch ist mein Lebensgefährte. Gut. Das wissen halt nicht viele. So, und jetzt, wo Sie die Geschichte erzählt haben, dass es so unschlüssig ist, wo dieser Koffer geblieben ist, kam mir halt der Gedanke, weil ihm ist ja gekündigt worden und ich habe ihm davon erzählt, dass ich meine Entwürfe brauche. Ich habe das eigentlich in Wirklichkeit nur für ihn gemacht, dieses Gespräch nochmal zu führen, dass ich die zurückbekomme, dass wir wenigstens einen kleinen Ausgleich haben, dass wir das zu Geld machen können. Und also er weiß von den Entwürfen und von der Geschichte. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass er das irgendwo durchgedreht ist. Ist Ihnen das denn in irgendeiner Weise bekannt gewesen, dass der das vorhat? Nein, das war ein bisschen meine Schuld. Also ich habe in dem Café ja gewartet und nachdem Frau Holt ja nicht gekommen ist, ich war auch wirklich so wütend, habe ich ihm eine SMS geschickt. Du, weißt du was, habe ich schon gedacht, die kommt nicht und das wird nichts mit den Entwürfen. Und dann ist es auch ein bisschen mit mir durchgegangen, dann bin ich halt zu der Frau Holt gefahren, dann zu ihr nach Hause. Ah ja, war die nicht da erschienen? Ja, ganz genau. Das ist Frau Holt, die Ehefrau des Geschädigten. Frau Holt, die hat eine wichtige Nachricht für euch. Okay, gehen Sie mal bitte kurz zur Seite. Mein Mann hat mir eine Nachricht. Von Ihrem Mann? Ja, genau. Also ich spiel's direkt ab. Ich rufe schnell die Polizei, ich bin in der Schreinerei. Er ist in der Schreinerei, ich soll die Polizei rufen. Moment, ganz kurz. Ist der nicht im Krankenhaus eigentlich? Ich habe im Krankenhaus telefoniert und er hat sich eigenverantwortlich entlassen. Also der ist selber gegangen und hat gesagt... Ja, wir müssen jetzt dahin. Dann ist er jetzt in der Schreiberei. Ja, fahren wir da direkt hin. Okay, Sie fahren mit den Kollegen. Ihr nehmt unbedingt. Sie mit. Wir nehmen Sie mit. Wir fahren. Auch der Mann der Inhaberin arbeitet in der Tischlerei. Die Polizisten vermuten, dass er von dem Ex-Mitarbeiter bedroht werden könnte und deshalb die Sprachnachricht geschickt hat. Can Yildiz ermittelt, dass der gekündigte Angestellte 20 Jahre in dem Betrieb gearbeitet hatte und nun arbeitslos ist. Eine Racheaktion würde daher passen. Können Sie auch einmal bitte im Hintergrund wissen, was jetzt gerade ist? Ja, klar, da steht das Schild ja. Sie bleiben hier vor. Hier bleiben. Bleiben Sie hier am Straßenwagen. Bleiben Sie hier. Das ist zu gefährlich. Der ist da drauf, der verhüstet den. Okay, los, komm. Was geht mit meinem Mann? Hey, bleiben Sie hier vor. Hier bleiben. Wir regeln alles. Bleiben Sie hier. Bring ihn her. Hans, der Typ, der randaliert da drin die ganze Zeit. Bleiben Sie bitte hier, Ihr Mann kommt jetzt. Alles klar. Keine Bange. Polizei ist da. Keiner ruft, keine Bange. Ich nehme ihn erst mal ab. Holst du eine RTW-Verstärkung? Die Beamten fordern einen Rettungswagen für den Ehemann an.
Der Ex-Mitarbeiter hat sich inzwischen in der Werkstatt verbarrikadiert. Er scheint die Existenz der vierköpfigen Familie zerstören zu wollen. Wir beide versuchen vorne reinzukommen. Du machst den Hinterausgang. Okay. Ich hab gesagt, an der Seite wäre noch irgendwo ein Okay, ja, das ist klar. Ist auf der Plan. Mach. Ich stehe direkt unmittelbar davor. Ah, Tür ist zu. Hans, mach richtig Herr Mensch, auf. Herr Mensch, bleiben Sie ganz ruhig, die Polizei. Machen Sie die Tür auf. Herr Mensch, Hans, die Tür ist offen. Weg damit. Mach dich nicht unmöglich. Mach dich scheiße. 20 Jahre sonst eine Puppe. Ich steck meine Kamera. Verdammt, die Scheiße. Verarscht haben die mich. Nein. Ich bin am Ende. Nein, ich jetzt ist Feierabend hier. Feierabend. Herr Mensch, die Feierabend. Im Moment alles schlimmer. Wir kriegen alles in den Griff. Bleiben Sie jetzt bitte ruhig. Sie haben mein Leben. Noch? Nein, es ist nicht zerstört. Herr Mensch, machen Sie nicht alles kaputt. Herr Mensch, Sie haben die große Chance, noch alles in Ordnung zu bringen. Jetzt geht es noch. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja, alles klar. Scheiße! Boah, was stinkt das hier? Benzin. Alles klar. Ja, packen soll hier! Verdammt, Alter! Hier ist soweit alles gut, ne? Die Kripo-Beamten durchsuchen den Täter. Wie vermutet, hat der ehemalige Angestellte den Koffer mitsamt des USB-Sticks gestohlen. Anscheinend war Geldnot das Motiv. Herr Mensch, jetzt erklären Sie bitte mal, was dieser USB-Stick hier, was ist damit? Da sind Entwürfe drauf. Was für Entwürfe? Von den Möbeln, von meiner Freundin. Aha. Das, was Ihre Freundin, die Frau Poth, entworfen hat, meinen Sie? Ja. Wir müssen doch irgendwie zu Geld kommen. Die haben mein ganzes Leben zerstört. Alles ist im Arsch. Und ich brauche irgendwo Geld her. Und der Geldkoffer ist belogen. Bleiben Sie doch mal ein bisschen ruhig. Ruhig. Das Ding ist jetzt erstmal sichergestellt. Sie sind doch noch gar nicht so alt. Sie können alles noch mal neu anfangen. Aber jetzt beruhigen Sie sich erstmal und machen Sie vor allem nicht alles schlimmer. Das hätte ja hier unglaublich enden können, was Sie hier gerade vorhaben. Den Schaden hätten Sie nie ersetzen können. Mal abgesehen, was wäre mit Ihnen überhaupt hier passiert hier drin? Mir ist alles egal. Ach Mensch, so schlimm ist das doch noch. Sie haben doch auch noch Ihre Lebensgefährtin. Nix Leben. Alles zerstört. Alles. Alles weg. Wir bringen ihn raus. Komm, raus. Wir müssen hier weg. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. War das guter Mensch? Das war verdammt knapp, weil gerade wenn Benzin im Spiel ist, da reicht ein Funk und alles geht hoch. Gibt's doch gar nicht. Mein Gott, ey. Aber die nächste Zeit braucht er erstmal kein Geld, weil da sitzt er nämlich bei uns. Der Täter dachte, in dem Koffer seines verstorbenen Chefs wäre auch Geld zu finden. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Raubes, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen müssen. Der Familienvater wollte im Betrieb nur nach dem Rechten sehen. Er wird wieder gesund.